der Sicht der Rausch- und Risikopädagogik ist Parkour einer der fundiertesten Wege, Balance zu entwickeln. Mein Name ist Thomas Strasser, ich bin 46 Jahre alt. Ich bin Sozialarbeiter und trainiere seit Parkour. Durch Parkour bin ich viel selbstbewusster geworden. Ich kann mich in der Schule besser konzentrieren, kann mich besser auf Leute, also ich kann besser auf Leute zugehen. Ja, und Parkour ist ein super Sport und macht sehr viel Spaß. Entschuldigung, habe ich nicht gewusst. Ich bin zu Parkour gekommen, weil ich einmal eine Videodokumentation im Fernsehen gesehen habe und mir gedacht habe, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Leute, die sich einfach bewegen, ohne dass sie irgendwelche Vorgaben haben. Das heißt, dass sie ohne irgendein Regelwerk, irgendwelche Wettbewerbsvorschriften sich frei in der Natur und in der Stadt bewegen. Das erste Mal habe ich mir gedacht, okay, es klingt super, schaut super aus, das machen 16-, 20-Jährige. Ich war damals 40, habe mir gedacht, okay, ich probiere es einmal aus. Habe dann im Internet nachgeforscht, habe dann eine Gruppe gefunden in Wien. Habe dort angefragt, ob ich mir das einmal anschauen kann. 2006 habe ich die Parkour Vienna Website gegründet. Zu der Zeit hat es noch nicht viele Informationen zu Parkour in Österreich und im deutschsprachigen Raum gegeben. Und ich wollte einfach den Leuten eine Basis bieten, eine Plattform bieten, wo es Informationen gibt und wo sie Trainingspartner finden und einfach wirklich gemeinsam einen sicheren Einstieg haben. Da waren 4 Leute dabei, die schon ein bisschen was gekonnt haben, haben mir dann ein paar Sachen gezeigt und bin vor einer Wand gestanden, die war, weiß nicht, 2,5 Meter hoch. Und der Tom, einer der Coaches, hat zu mir gesagt, ich sollte auf diese Wand drauf. Ich habe gedacht, das geht nicht, wie soll ich auf eine 2,5 Meter Wand draufkommen? Ich habe ungefähr 5 Versuche gebraucht, die immer damit geendet haben, dass ich gegen die Wand geklatscht bin. Beim 6. Versuch war ich dann auf der Wand oben und ich habe mir gedacht, hey, das ist urcool. Du kannst auf einmal Sachen machen, die du geglaubt hast, dass das nie funktionieren wird. Das heißt auch, gewisse Risiken bewusst auf sich zu nehmen und andere Risiken einfach nicht einzugehen. Das geht nicht darum, dass ich jetzt, keine Ahnung, 7 Meter springe oder aus 4 Metern in der Höhe irgendwo runterspringe oder über Häuserdächer laufe oder so. Ich muss nicht jeden Sprung machen, nur weil ich ihn springen könnte. Sondern das, was ich mache, wo ich hinkommen möchte, ist, dass meine Sprünge, egal ob jetzt im Parkour-Training oder im Leben, wenn es um Beziehung, um Kinder, um Arbeit, um Jobwechsel geht, dass ich diese Sprünge bewusst mache und mich ganz auf die Landung konzentrieren kann. Nämlich Sprung und Landung sind zwei Sachen, die kann man nicht voneinander trennen. Das ist eine große Einheit. Was mir sehr gut am Parkour gefällt, ist, dass man keine teure Ausrüstung braucht, dass man es immer und überall machen kann und dass es einfach wirklich die Freiheit verkörpert, dass man es wirklich, egal wie alt man ist, egal welches Körpergewicht man hat, egal wie fit man ist, man einfach rausgehen kann und es ausüben kann und dass es eigentlich in uns, in jedem von uns drinnen steckt. Wenn man so den Blick über moderne Städte in Mitteleuropa streifen lässt, dann sieht man, dass es immer mehr zu einer Einengung von Freiräumen kommt. Es gibt spezialisierte Räume wie Einkaufszonen, Konsumzonen, Entspannungszonen. Bei den meisten von denen muss man in irgendeiner Form Geld bezahlen oder Eintritt bezahlen oder irgendwas konsumieren. Und Parkour fegt alle diese Spezialisierungen weg. Die Stadt wird auf einmal zu einem großen Spielplatz. Es werden Ebenen miteinander verbunden, die vorher nicht verbunden waren. Es braucht dafür nicht mehr unbedingt Treppen oder Aufzüge oder ähnliche automatisierte Sachen, um diese Ebenen zu überwinden, sondern Parkour sagt ganz bewusst Ade zur Bequemlichkeit und begibt sich und Traceure begeben sich auf die Suche nach interessanten Wegen durch die Stadt, nach Wegen, die sie herausfordern und nicht nach dem bequemsten Weg, um Zeit zu sparen oder sonst irgendwie woanders anzukommen. Es geht also darum, die Stadt für sich als Lebensraum wieder zu entdecken und sie sich aktiv anzueignen. Habe ich immer sehr unterstützt, das werde ich auch weiterhin unterstützen. Alles Gute.